8 Z-Kristalle haben wir schon gesammelt. Ihr seht es hier. Ja, ich hoffe, heute werden wir auf Route 13, vielleicht Richtung Insel, Herausforderung Nummer 2 auf Ulla Ulla wandern. Ja, ich hoffe doch das Beste. Los geht's! Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Edordim zu einem weiteren Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir hier direkt vor diesem Skull Wohnwagen aufgehört. Ich klinge ein bisschen verschnupft, das bin ich auch. Gut, weiter geht's. Direkt, ich stürme hier einfach mal rein und verhafte die Gang. Na, vielleicht nicht ganz, vielleicht rede ich nur mit ihnen, aber wir reden erstmal mit ihnen. Wer bist denn du? Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die einen früheren Inselkönig Esmos hatte. Wusstest du das schon? Aber irgendwann haben die übelsten Stress mit dem Capo gekriegt und dann hat sich der ganze Laden aufgelöst. Naja, der Großteil. Okay, ein bisschen Geschichte von Team Skull. Und das ist die Oma von Team Skull. Niemand weiß, wer zum Inselkönig ernannt wird. Die Leute sind den Launen der Capo-Pokémon ausgeliefert. Okay. War nicht so viel großartig los hier in dem Wohnwagen. Vielleicht ist hier was drin. Machen wir mal eine Razzia. Oh, noch ein Team Skull-Typ. Was willst du von mir? Du kannst doch nicht rein da rein spazieren. Ich habe noch gar nichts gemacht. Geh einfach weiter. Oder willst du Ärger? Bin schon weg. Muss nicht sein. Wie? Puh, Glück gehabt. Damit meine ich dich. Und jetzt zieh endlich Leine. Okay. Mogel, Mogel. Irgendwo tief in der Wüste liegen die Ruinen des Gedeihens verborgen, aber da die Winde unterbrochen in Sand verwehen, sind sie nur schwer zu finden, weil uns Capo Toro damit vielleicht sagen will, dass es von uns Ruhe gelassen werden will. Warum ist hier eigentlich immer ein Team Skull, Rüpel und ein normales Mensch hier im Links. Naja. Ja. Fühlt euch auch heute wieder so beobachtet. Tja. Mysteriös. Hallo, junge Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bewache diese Barriere des Captains. Darfst sie erst passieren, wenn du die Prüfung vom Typ Geist bestanden hast. Ach, stimmt ja, da war ja noch was. Ja, dann begeben wir uns mal gleich in die Richtung, wo ich die Herausforderung erwarte. Und zwar hier am Dorf der Capo. Okay. Das sieht doch sehr nach Inselprüfung aus. Was ist mit dir? Das ist also das Dorf der Capo. Hier erschienen einst die Capo vom Mount Lanalika zu beschützen. Jenen Berg, der Sonne und Mond so nahe ist. Heute erinnert nur noch der Name des Ortes an jenen denkwürdiges Ereignis. Okay. Ja, das ist die Inselherausforderung. Da steht Sali davor und da sind diese mystischen Dingens. Symbole, Statuen, Teils. Puh, hey, Zwergenfürst. Das Ätherhaus, in dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Was, ein Ätherhaus? Ach, mit denen haben wir schon wieder was zu tun. Nicht doch. Oh, Bauarbeiter. Wie der Professor gesagt hat,
Auf dem Mount Lanakila stehen wirklich eine Pokémon-Liga. Der Professor hat mir erzählt, dass man in den Pokémon-Ligen der anderen Legion gegen vier super starke Trainer, die sogar Top 4 antreten müssen, sogenannten. Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönigen bzw. Inselköniginnen, das wäre doch spannend. Wer wohl gewinnen würde? Na, so wie ich das kenne, wahrscheinlich die Inselkönige. Weil ich jetzt bei jeder Prüfung... Oh, ein Pokémon Center, ich geh da mal rein. Ich sag, ich geh da mal rein. Weil, ja... ich die Prüfung immer erst nach dem dritten Mal nicht verkackt habe. Oder sogar nach dem vierten Mal, je nachdem. So, wie da nochmal schnell meine Pokémon auf. Ihr seht es nochmal schnell. Das ist mein aktuelles Team. Ja, und dann, wie sieht's aus mit Tränken? Jo, ich denke, wir haben noch genug. So, auf geht's. Scheinbar hier entlang. Und das hat's jetzt gebracht. Gute 15 Wasserweg. Wir Prüfungshelfer sind dazu da, euch auf eure Inselmannschaft zu unterstützen. Meine spezielle Aufgabe ist es, die Stärke der jungen Generation zu messen. Deshalb möchte ich, dass du alle Trainer auf Route 15 besiegst und dann zu mir kommst. Und das habe ich doch schon beim letzten Mal nicht geschafft. Düse mit Tohaido herum. Okay. Vermutlich um. Eltaus, hier rücken Menschen und Pokémon zusammen. Na dann. Da soll es zur nächsten Inselprüfung gehen. Da ist schon Tali. Wow, Zwergenfürst, das ist also das Ätherhaus. Oh, jemand Neues. Wir werden natürlich von zwei Kiddies begrüßt. Ihr müsst kämpfen, ihr müsst kämpfen. Wie, wo, was? Wir passen hier auf, bis Lola wieder zurück ist. Wir kämpfen jetzt gegen zwei Kiddies. Auf jeden. Sag nicht, das ist die Inselherausforderung. Vorsteller Erik fordert dich heraus. Ist natürlich nur eine Vorbereitung auf die Inselprüfung. Ach, wieder der Steckdosen-Heini. Leg it. Okay. Wir müssen vermutlich jetzt 6 kleine Kinder besiegen, um zur Inselprüfung weiterzukommen. Okay, das sah nicht gerade sehr gut aus. Du, ich glaube, mein Pichu ist da gerade nicht sehr sinnvoll. Ich kann natürlich nur mit John in diesem Kampf tauschen, wie die Wetlocks mir befehlen. Die Wetlock-Regeln wollte ich sagen, aber die Wetlocks sind auch scheiße. Ich setze mal wieder Dark Lariat ein, weil ich es so gut finde. Die sieht so episch aus. Nein, das ist nicht Dark Lariat. Das ist Dark Lariat. Na, das war noch ein Treffer. Jelikit wurde besiegt. Na, das haben wir doch bestanden. Ich kämpfe wie ein Großer. Gar nicht schlecht, oder? Kannst du deinem Gunior mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Mag. Da bin ich wieder. Ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt.
Meine Einkäufe sind jedenfalls erledigt. Wir kennen uns besser, als mir lieb ist. Nanu, wo ist denn... Nanu, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Hapu geblieben, aber sie kommen bald nach. In der Zwischenzeit könntet ihr doch eine Prüfung absolvieren. Welche? Na, meine natürlich. Ich bin schließlich ein Captain. Sag bloß, das wusstet ihr nicht. Ali ist natürlich wieder überrascht. Ja, klar. Ich würde gerne mal den Trump-Wiesel-Dots mal weghaben. Aber gut. Meine Prüfung findet in einer verlassenen Laden in der Nähe statt. Warte vor dem Ätherhaus auf mich, dann führe ich dich persönlich dorthin. Okay. Was soll das? Lass das bitte. Was denn? Deine Handtasche hat sich plötzlich bewegt. Da wird man wohl neugierig sein dürfen. Es könnte ja ein seltenes Pokémon drin sein. Da klauen wir natürlich, um uns was dazu zu verdienen. Aber auch weniger seltene Pokémon bringen Geld ein. Also lass mal rüber wachsen. Zwergfürst. Schon klar. Jetzt kommt der mutige Trainer, der das Mädchen in Not beschützt. Aber die Tour vermassle ich dir. Wart's ab. Na klar, beschütze mal Lilly. Immer noch. Der Gentleman stellt sich schützend vor die Lady. Hier, meine Lady, ich kämpfe für dich. Naja, Traumato. Ist halt jetzt nicht sonderlich kompliziert. Ich versuch's trotzdem mal. Aus Spaß mal eben mit Strauchler. Um mal zu sehen, wie stark die Attacke ist. Na gut, ich würd's mal als nicht sehr stark betiteln. Ich glaube, das ist auch hier eher was für Kaijutsu, solche Psycho-Typen. Ich versuch's mal. Mit dem Wasserschuriken sollte es eigentlich gut zeigen. Zack. Zack. Ja, das sieht schon effektiv aus. Ich denke, dann müssen wir den mal in die Spitze setzen. Meditation. Okay. Soll ihm wohl nicht sehr viel helfen. Ich versuch's aber auch mal mit Arioas. Kaijutsu kennt natürlich auch noch andere Attacken als Wasserschuriken. Und schon haben wir es geschafft. Ja. Lass gefälligst Lilly in Ruhe. Ben erreicht Level 30. Okay. Team Skullrüpel wurde besiegt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was geht's denn hier eigentlich ab? Zwergenfürst gewinnt 1056 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen diesen schwachmatischen Team Skullrüpel hervor. Oha! Pichu entwickelt sich. Worauf ich ewig gewartet habe. Na dann, los geht's. Ein Pikachu! Geil, Omat! Ich habe mir schon immer ein Pikachu gewünscht. Es nie in keiner Edition geschafft. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt habe ich mir endlich ein Pikachu gefangen. Wirklich, ich habe es nie hinbekommen. Mein großer Traum. Pikachu, ja. Ich werde es nicht zu einem Reichtum entwickeln. Die Alola-Form ist zwar, wie ihr seht, schön, aber ich gebe nichts gegen mein Pikachu.
Das wird sich nicht entwickeln. Nein. Süß! Liebe Pikachus. Pikachu! Pikachu ist und bleibt dann halt mein Lieblings-Pokémon. Okay, genug. Mein Bro Tomato sieht auch. Habe ich gerade Tomato gesagt? Okay. Mein Bro Tomato sieht auch schon total gelangweilt aus. Tschüss, Sikorski. Puh, vielen Dank, Zwergfürst. Ich wollte mich auch einmal wie ein Trainer fühlen und etwas gerade ein wenig spazieren. Ich hatte mich von HPU verabschiedet. Da wollte Wölkchen plötzlich aus der Tasche hervorkommen. Los, Wölkchen, du sollst dich auch bei Zwergfürst bedanken. Piu! Ich würde mich gerne hiermit bei dir bedanken. Hoffentlich werden sie dir auf deiner Inselmannschaft ein wenig von Nutzen sein. Du erhältst 5 Exemplare des Items Luxusball. Na, das ist aber ein sehr luxuriöses Geschenk von dir. Ich habe gerade meine Besorgungen gemacht. Da habe ich sie aus einer Laune heraus gekauft. Alles okay mit dir? Du siehst so erschöpft aus. Hier im Elternhaus kannst du dich ausruhen. Die ist schon irgendwie eine seltsame. Ich verstehe dich nicht. Danke, Lola. Ich denke, das werde ich auch tun. Meine Prüfung findet an einem Ort jenseits des Dorfs, der Kapo-Stadt, Zwangfürst. Komm, am besten einfach mit. Da komme ich doch gerade her. Muss jetzt wieder zurück. So, Dorf der Kapu. So. Wo ist sie lang? Hier entlang vielleicht? Ja, da ist er. Von hier aus musst du einfach Route 14 folgen. Dann kommst du wie von selbst zu einem verlassenen Laden. Das ist die Prüfungsstätte. Na dann, auf. Auf zur Prüfungsstätte. Okay, ich wollte noch kurz John, Ben, Team Liebe doch mal tauschen. Das habe ich mal eben gemacht. Offscreen. Oh, eine zerbrochene Straße. Hier sehe ich doch was. Ein Zwiegardewürf hat einen geheimnisvollen Lebensraum absorbiert. Oha. Ein Trainer, den ich seltsamerweise übergangen habe. Noch ein Trainer, den ich einfach übergangen habe. Nice. Wie passiert mir sowas? Ja, jetzt hat er mich herausgefordert. Ja, die werden wir sowieso alle nochmal einholen und die alle nochmal herausfordern. Wir gehen ja nochmal durch die ganzen Städte und müssen da nochmal was freischalten. Da werden wir auch hier bestimmt nochmal vorbeikommen. Es fängt an zu regnen. Okay. Setzen wir einfach bis ein. Es ist Lea die vierte. Die hat sich, glaube ich, letztens mal entwickelt in einem der letzten Parts. Lange wird es nicht her sein. Okay, okay, die müssen wir zurückziehen. Das ist jetzt nicht so sehr ratsam. Ja, ich weiß, dass du verletzt wurdest, deshalb werde ich dich jetzt mal zurückziehen und gegen Quajutsu tauschen. Der ist nämlich auch nicht schlecht. Okay. Schwebst du halt in der Luft? Ja, Wasserschuriken. Okay, das ist effektiv. Vielleicht können wir jetzt mal seine
Z-Attacke einsetzen, falls wir das noch nicht gemacht haben. Ash-Bajutsu. Bajutsu hat die Ash-Form angenommen. Das ist schön. Das habe ich nicht veranlasst. Aber trotzdem ist das schön. Ich kämpfe natürlich weiter, weil ich werde euch jetzt mal eine Z-Attacke von Bajutsu zeigen. Super Wassertornado. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt, aber doppelt schade nicht. Die Bewegung dazu. Ein episches Geblitze. Und zack. Nimmt alle Kraft zusammen. Super Wassertornado. Na, wenn das mal nicht nice ist. Besiegt. Und ich gehe wieder siegreich aus diesem Kampf hervor. Zwergenfürst gewinnt 992 Bug-Dollar. Okay. So, ich muss aber meine Pokémon jetzt nochmal heilen, weil der Kampf hat sie doch ein bisschen geschwächt. Nein! Ach nee. Ich wollte jetzt zur Insel Herausforderung nicht noch einen Kampf machen. So ein Mist. Ist heute irgendwie auch der Wurm drin. Na gut, aber ein spannender Hintergrund. Und vielleicht kann ich Mauzi noch eine Chance geben. Entschuldigung, es ist keine Mauzi. Mittlerweile nicht mehr. Die Weiterentwicklung. Oh! Es wirkt sogar. Das ist gut. Dann kann Lea auch mal einen guten Kampf machen. Na, wenn das nicht nice war. Ein Orden für unsere Lea. Ich kämpfe natürlich weiter. Die Lea, die macht das gut. Och, auch das Garados wird sie bestehen. Bin ich ganz optimistisch. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Ich setze mal Sterntor ein. Könnte sein, dass das was bringt. Oder auch nicht. Ja, sorry, man kann sich mal irren. Lea wurde besiegt. Bajutsu, du musst sie jetzt wohl darüber rächen, sonst haben wir hier bald eine Lea, die fünfte. Versuch's mal mit Nachthieb. Das könnte ganz effektiv sein. Na, wenn das nicht effektiv ist, dann weiß ich auch nicht. So, ich glaube, er kriegt's gerecht. So, noch einmal Nachthieb. Zack. Garados besiegt. Schwupp, neues Level für Kaizu. Level 40. Und ich gehe siegreich aus dem Kampf hervor. Nein, Robin erreicht erst noch Level. Ein nächstes Level. Und Level 29 für Manni. So. Oh, noch eine Entwicklung. Heute ist Tag der Entwicklungen hier. Robin entwickelt sich. Na dann. Auf damit. So viele Entwicklungen. Und Glückwunsch, dein Robin wurde zu Marshock. Für Marshock wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Zack. Und das nächste ist dann Machomai. Wenn ich richtig denke. Vollständig geheilt. Und weiter geht's. Achso, wir wollten hier noch ein Item einsammeln. Hier ist noch ein Item.
Top-Trank. Naja, das hat sich ja gelohnt. Dafür musste ich unbedingt jetzt nochmal zurückkehren. Oh nein. So. Ist die Herausforderung hier oder da oben? Hier scheinbar. Da wären wir. Meine Prüfung wartet am Ende der Treppe auf dich. Na dann bin ich gespannt. Auf geht's. Kurz vorher noch speichern und Rinder. Nächste Inselprüfung. Zwergenfürst, endlich ist es soweit. Also, ich erkläre dir jetzt mal, warum es bei der Prüfung geht. In diesem verlassenen Laden spuken jede Menge Geister-Pokémon herum. Bei meiner Prüfung geht es darum, das Herrscher-Pokémon zu finden und mit dem Pokémon-Sucher ein Foto von ihm zu schießen. Das Herrscher-Pokémon versteckt sich sehr, sehr gerne und spielt am liebsten Streiche. Aber keine Sorge, es ist nicht gefährlich, es ist nur Resident Evil Fake, also keine Angst. In Resident Evil stirbt man ja auch nur und wird dann wieder belebt. Also, wenn du andere Pokémon fotografierst, wird es neidisch und will unbedingt ins Rampenlicht und wird dich angreifen und dich Jumpscare-mäßig so dermaßen erschrecken, dass du keine Lust mehr hast, weiterzuspielen. Wenn also irgendwo etwas Merkwürdiges geschieht, dann untersuche diese Stelle nochmal. Und wir müssen uns aufteilen. Also hinter dem Spuk steckt ganz bestimmt ein Geister-Pokémon, das nur darauf wartet, fotografiert zu werden. Also ich gehe nach rechts und du gehst da jetzt mal in das Gebäude rein. Ich suche mal hier außen. Vielleicht finde ich hier außen etwas. Hier, ich leihe dir meinen Pokémon-Sucher. Der wird dir vielleicht dabei helfen. Hehe. Rotom ist ja auch ein Geister-Pokémon, nicht wahr? Das passt ja wunderbar. Warte, ich stelle ihn dir schnell für dich ein. So, ich habe dich für die Prüfung den Fotomodus eingestellt. Dein Fotosafari im verlassenen Laden steht jetzt also nichts mehr im Weg. Sobald du den Mumm dafür gefunden hast, den verlassenen Laden zu betreten, heißt es, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Du kannst drinnen keine Pokémon fangen und hinaus gelangst du nur, wenn du aufgibst. Also dann, betritt den Laden bitte und sei gut vorbereitet. Gut, ich würde mal sagen, weiter geht's im nächsten Part. Heute traue ich mich nicht mehr da rein. Gehabt euch wohl, Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Abo da lassen. Gehabt euch wohl, haut rinne. Bis zum nächsten Mal dort drin. Ja. Ich hab schon Schiss davor. Bis zum nächsten Mal.